einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Pfannengericht, eine leckere Paella. Das Ganze mit Hähnchenbrustfilet, Erbsen, Paprika, Zwiebel, Knoblauch, ein paar Gewürze, Pfeffersalz, Paprika und hier mal so ein Versuch mit Safran. Logischerweise die FP40 von Petromax, Öl, Gemüsebrühe und Milch. Die Nudeln, die kommen noch, die sind noch nicht fertig, aber das ist ja nicht schlimm, können wir trotzdem schon anfangen und braten als allererstes mal Zwiebel und Knoblauch an. So, der Grill heizt schon vor. Machen wir schon mal ordentlichen Schluck Öl rein. Und lassen das mal warm werden. So. Zwiebeln und Knoblauch ist schon ordentlich angebrutzelt. Das reicht uns so. Na, nächste raus. So. Geben wir dem Fleisch mal noch ein paar Minuten. Das geht relativ ruckzuck. So, bei dem Fleisch braucht er echt nicht lange. Nur, dass es schön ein bisschen Farbe bekommen hat. Dann machen wir uns hier in der Mitte mal ein bisschen frei. Geben der ganzen Sache mal ein bisschen Farbe und machen die Paprika und die Erbsen rein. Sprutzeln, schiprutzeln das Ganze schön ordentlich mit an. Gut. Wollen wir das Ganze mal ein bisschen ertränken. Die genauen Mengenangaben stehen wieder mal in der Videobeschreibung. Und dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen blubbern und dann fehlen nur noch die Nudeln. Ja, wenn das Ganze dann so ein bisschen aufgekocht ist, wollen wir die ganzen Gewürze hier reinmachen. Ich kann nur hoffen, dass es mit dem Safran auch was wird. Unterrühren. Ja, und dann können final gleich die Nudeln rein. So, die Nudeln haben wir schon mal reingemacht. Da waren gerade ein paar mehr Hände nötig, ansonsten hätte das Ganze hier für eine Überschwemmung gesorgt. Dann heben wir der ganzen Sache mal noch 5 Minuten und lassen das ein bisschen einkochen, unterkochen, unterdünseln. Aber Männer, ganz ehrlich, das könnt ihr mit Reis machen, das könnt ihr mit Nudeln machen. Da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Also ich gehe schon davon aus, dass das ordentlich eine schöne Geschmacksexplosion im Mund wird. Und das Geile ist, das Farbenspiel hat schon was. Dann sehen wir uns dann gleich zum Kosten. Wer es vollbracht? Ein schnelles, einfaches, unkompliziertes. Ich sag übelst oft unkompliziert, oder? Das müssen wir ändern. Ihr recht. Also, ich sag's schon im Vorfeld, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, Abo, Kommentar, ihr kennt den Spaß. Und, naja, so ganz nach dem Sinne, besser gesagt nach dem Motto, was schmeckt, muss weg, können wir eigentlich nur kosten. Alles andere wäre sowieso schwachsinnig. Der Hammer. Das sind so wenige Zutaten und es kommt trotzdem was übelst Geniales raus. Oh, jetzt habe ich mit Vollmund gesprochen. Naja, nicht schlimm. Also, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche.